Während des Zweiten Golfkrieges gelang einer amerikanischen F-15 ein Luftabschuss mit einer Bombe. Die Piloten waren eigentlich auf der Jagd nach irakischen Langstreckenraketen, als sie ein Notsignal von Spezialkräften erhielten. Die Gruppe stand kurz davor, überrannt zu werden, und irakische Helikopter brachten immer mehr Truppen nach. Da das ursprüngliche Angriffsziel Raketenstellungen gewesen waren, hatte die F-15 lediglich schwere Bomben an Bord. Doch die Piloten hatten eine Idee. Sie würden ihre 2000-Pfund-Bombe einfach auf einen Feind werfen, der gerade gelandet war. Daraufhin flogen sie ein Angriffsmanöver auf den feindlichen Helikopter und lösten die Bombe genau im richtigen Moment aus. Ein Blick aufs Radar zeigte jedoch plötzlich, dass der Feind wieder abgehoben war. Trotzdem hielten sie den Laser der lenkbaren Bombe auf den Helikopter. Zunächst passierte nichts, doch dann schlug die 4 Meter lange Bombe in den Feind ein, durchbohrte das Metall und explodierte genau unter ihm. Der Helikopter war exakt auf die F-15 zugeflogen, weshalb die Lenkeigenschaften der Bombe ausgereicht hatten, um ihr Ziel zu finden.